Wenn es um Rap geht, dann sprechen wir sehr oft darüber, was uns daran nicht gefällt. Sei es Sexismus, Gewaltverherrlichung oder antisemitische Entgleisungen. Doch wer sich ein bisschen näher mit der Geschichte des Hip-Hop und des Rap beschäftigt, der stellt fest, dass er ursprünglich gedacht war als Bewegung, die sich kritisch auseinandersetzt mit gesellschaftlichen Missständen. Und die Bildungsstätte Anne Frank gemeinsam mit der William Blair Company und hiphop.de hat dieses Jahr gefragt: Zeig mit deinem Rap, worum es wirklich geht. Geht es um Marken, geht es um Autos, geht es um Bling Bling oder geht es doch um mehr? Beschäftigen sich Jugendliche nicht doch mit den gesellschaftlichen Missständen? Und dementsprechend darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Aisha Kamara zur diesjährigen Preisverleihung des Kreativs-Rap-Wettbewerbs Disconnect, bei dem zahlreiche junge Menschen sich gesellschaftskritisch mit Rap auseinandergesetzt haben, verschiedene Texte eingereicht haben und heute sollen diese in gewohnter Corona-Manier, normalerweise, dieser Wettbewerb findet nicht zum ersten Mal statt, darüber werden wir auch gleich noch mehr hören, würden wir uns alle gemeinsam zu einem großen Treffen begeben und uns in Präsenz über diese tollen Einreichungen freuen, aber diesmal ist es auch wie in anderen Online-Formaten bei der Bildungsstätte Anne Frank eben ein digitales Format und wir dürfen Sie hier ganz herzlich bei YouTube begrüßen. Ich werde gleich im Anschluss noch ein bisschen mehr über den Ablauf der heutigen Veranstaltung sagen, will aber jetzt gar nicht so viele Worte zu Beginn verschwenden und möchte gerne an meinen Chef, den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, das Wort übergeben, der uns etwas über den Wettbewerb erzählt und auch über die Kooperationspartner. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Meron. Ja, vielen Dank, Aisha. Hallo an alle liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, liebe Gäste hier in diesem kleinen Kreis, besonders die Preisträgerinnen und Preisträger, unser Kunstwettbewerb. Lieber Philipp Mohr, der Initiator der Kunstwettbewerb und der uns seit 8 Jahren begleitet. Ja, wir machen das zum 8. Jahr. Wir hatten bisher sehr viel Kunstformen, aber Hip-Hop noch nie. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mit Hip-Hop eher gar nicht unter dem Hut hatte. Also ich hatte als Kind nie Hip-Hop gehört, auch nicht als Jugendliche. Ich bin vielleicht zu alt dafür, vielleicht in der falschen Land dafür aufgewachsen. Und erst als ich hier in der Bildungsstätte Anne Frank angekommen bin, bin ich erstmal mit dieser Kunstform in Begegnung gekommen, in einen ziemlich negativen Zusammenhang. Ich hatte das schon vorher auch angerissen. Wir sind sozusagen in der bekannten Fall von Farid Bang und wie heißt der andere? Okay, natürlich, Kollege, seht ihr, wie viel ich davon verstehe. Also mit Kollege und Farid Bang dann in Begegnung gekommen, mit deren Äußerungen über Auschwitz-Überlebenden. Und dachte ich mir, was ist diese, da ist es das Kunst. Wir sind natürlich als Bildungsstätte Anne Frank ganz sofort auf Barrikaden gegangen. Es war eine große Diskussion über die Verleihung des Echo-Preises, bis dieser Preis so abgeschafft wurde. Die beiden sind nach Auschwitz gefahren und angeblich haben sie ihre Lektion gelernt, was sie nie auch ein paar Monate später nicht daran gehindert hat, dass sie sich wieder antisemitisch geäußert haben. Also das funktioniert nicht immer. Aber das wäre ein Fehler, gerade über solche Fälle, über ein Gesamturteil über Hip-Hop oder Rap zu treffen. Vor kurzem habe ich ein ganz interessantes Interview im Spiegel gelesen mit Hafti, mit Haftbefehl. Und jemand, der sich am Anfang seiner Karriere mit Verschwörungstheorien über die Rothschilds, die Welt beherrschen, hat selbst über sich gesagt, dass er dazugelernt hat und hat sich jetzt im Zusammenhang von der Corona ganz klar gegen alle Verschwörungstheorien und positioniert und die Behauptung, es gibt keine Corona. Und in dem Moment dachte ich mir, genau diese Menschen und diese Botschaften brauchen wir zurzeit. Also nicht, dass nicht nur akademisch, nicht nur über die Politik geredet wird, sondern auch
von Menschen, die viele junge Leute auch erreichen. Und deswegen gibt es auch positive Beispiele. Und genau so ein Beispiel wollten wir mit dem Wettbewerb auch dieses Jahr setzen. Und dafür hat auch ein bisschen Glück, dass ich vor 2 Jahren den Tobias Kargol kennengelernt habe, der Geschäftsführer von HipHop.de. Und wir saßen in einem Café in Düsseldorf und haben uns überlegt, wie kann man eine Bildungseinrichtung wie die Bildungsstätte Anna Frank mit HipHop.de kooperieren. Wir sind auf sehr viele tolle Ideen gekommen, aber das war das Tollste, weil hier haben wir wirklich die Kräfte vereint, die Street-Credibility von HipHop.de mit unserer Erfahrung auch in der Kunstwettbewerb und unsere Botschaft, dass wir immer wieder verbinden mit dem Namen Anna Frank. Und das ist absolut aus meiner Sicht gelungen. Das werdet ihr auch gleich sehen mit den Ergebnissen. Das hätte aber auch nicht gelungen ohne die unglaublich tolle Engagement von sehr vielen jungen Leuten, einige von denen auch hier anwesend. Und ich bin inzwischen doch so ein bisschen so Hip-Hop-Fan geworden. Ja, das war die Begegnung mit Tobias, und die zweite Begegnung habe ich schon am Anfang angedeutet. Das ist Begegnung mit dir, mit Philipp Mohr. Die ist ein bisschen länger her, die ist schon 8 Jahre her. Aber für mich ist dieses Projekt, das wir schon seit 7 Jahren auch führen, mit dir ganz stark verbunden. Also das zeigt, dass es nicht nur so eine klassische Fördergeber- und Fördernehmer-Beziehung, sondern gemeinsam denken, gemeinsam zusammenarbeiten für eine bessere Gesellschaft. Das, was uns verbindet. Inzwischen, Philipp ist auch in unserem Vorstand, also wir sind sozusagen auch verheiratet. Und ja, in diesem Sinn, so viele tolle Kooperationen kann nur was Tolles auch draus werden. Und deswegen freue ich mich auf unser Abend zusammen. Ich freue mich auf die tolle Kreationen und tolle Musik, dass wir noch hören werden. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Meron hat es ja schon gerade angesprochen. HipHop.de hat mit uns zusammengearbeitet. Die kennen sich aus mit Rapmusik besser als wir und haben auch sozusagen ihre Köpfe zusammengesteckt, denn es fiel natürlich nicht leicht, diese ganzen tollen Einreichungen zu sortieren und dann bis auf GewinnerInnen zu reduzieren. In der drittplatzierten Kategorie wird jetzt Clark Sänger von HipHop.de den Preisträger ankündigen. Er kann leider heute nicht hier sein, aber wird sich dafür per Video zu uns schalten. Also übergebe ich jetzt das Wort an Clark. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Clark, ich arbeite bei, man sieht es hier vielleicht, HipHop.de, bin Chefredakteur seit 2017 und bedanke mich erstmal an dieser Stelle für diesen Contest. Disconnect war eine sehr schöne Sache, ich finde es gut, dass wir ein bisschen den Fokus darauf legen, dass in die Lyrics ein bisschen mehr Inhalt zurückkommt. Ich bin eigentlich immer sehr optimistisch, es gibt im Untergrund viele Leute, die das tun und auch im Mainstream. Aber ich finde schön, dass das jetzt hier auch bei der Jugend und den nicht mehr ganz so Jugendlichen gefördert wird. Liebe Grüße also raus an die Bildungsstätte Anne Frank und besonders an Sirat und an Astrid, die sehr viel Zeit investiert haben. Liebe Grüße an euch. Kommen wir zu den Teilnehmenden. Ihr habt es uns als Jury oft nicht leicht gemacht, da kamen sehr viele interessante Beiträge rein. Wir haben es dann trotzdem geschafft, überall eine Top 3 hinzubekommen mit vereinten Kräften. Und ich würde gerne bei dem jüngsten Teilnehmer anfangen, dem jüngsten im ganzen Feld, nicht nur unter den Gewinnern und Gewinnerinnen, sondern dem allerjüngsten. Mit 10 Jahren, Kian, war einer meiner Favoriten in der Kategorie unter 14 Jahren. Kian, du bist gerade mal 10 Jahre jung und hast jetzt schon das Mic in der Hand. Allein das finde ich schon bemerkenswert, in der Hand oder vielleicht auch vor dir auf dem Tisch stehen. Aber das ist schon mal den wichtigsten Schritt hast du eigentlich schon gemacht. Und mir hat dein Beitrag auf jeden Fall sehr gut gefallen. Du hast verstanden, dass es um echte Lyrics geht. Ich finde, man hört raus, dass du meinst, dass du fühlst, was du rappst. Und außerdem hast du auch schon an ein paar Stellen sehr gut geflowt. Ich meine, natürlich, du bist jetzt 10, da wirst du noch drauf aufbauen.
Da bist du natürlich noch nicht ganz am Ende, aber man merkt schon, dass du verstanden hast, worum es geht. Da würde ich dann am Ball bleiben und ja, alles Gute zum dritten Platz in der Kategorie unter 14. Ich hoffe, du hattest Spaß, ich hoffe, du bleibst am Ball. Du hast, wie gesagt, den wichtigsten Schritt jetzt schon gemacht und dann bin ich mal gespannt, ob ich in den nächsten Jahren noch was von dir höre. Liebe Grüße. Und einmal einen großen Applaus für Kian, der tatsächlich erst 10 Jahre ist. Bevor ich dir deinen Preis überreiche, dein Song heißt No Racism, vielleicht erzählst du uns allen mal kurz, was dich dazu irgendwie inspiriert hat. Warum hast du gesagt, ich schreibe einen Song namens No Racism? Achso, einen Moment, wir müssen Kian unbedingt hören und sein Mikrofon ist noch nicht an. Es ist eigentlich an. Einmal auf die Taste drücken. So, da geht es auch schon los mit der Corona-Konformität. Sprich nochmal. Wir sind live. Das ist ganz... Nee, jetzt ist es bei mir gemutet. Hallo? Haben wir noch ein anderes Mikro? Ansonsten stelle ich mich auch neben Kian, weil ich glaube, mein Mikrofon fängt ihn ein. Wenn du ein bisschen laut sprichst. Hallo? Kriegen wir ihn? Ja? Dann sag doch mal, Kian. Also ich finde, dass alle Menschen zusammenhalten sollen und dass wir ein großes Team sind, weil es soll keiner ausgeschlossen werden, weil wir alle gleich sind, aber halt verschieden. Ja. Toll, hast du toll gesagt, finde ich auch, kann ich nur unterschreiben. So, und ich darf dir jetzt deinen Preis überreichen. Das ist dein Preis, ein Gutschein von Snipes, mit dem du dich nochmal ganz cool einkleiden kannst oder dir irgendwas gönnen kannst, auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und Clark hat es ja gesagt, wir hoffen, du bringst noch etliche Tracks raus und fängst jetzt erst richtig an mit deiner Rap-Karriere. Alles klar, schön, dass du da warst. Tschüss, Kian. Ciao. Du kannst mir gerne das Mikro geben. Sehr schön, wenn ich Ihnen das gerade mal reichen darf. Wunderbar, erst 10 Jahre, unglaublich. Meine Tochter ist auch 10, die könnte jetzt nicht rappen. Wir gehen weiter, Drittplatzierte in der Kategorie 15 bis 19. Und da hören wir wieder Clark, der sich auch da eine nette Laudatio hat einfallen lassen dazu. Clark wieder von hiphop.de. Hallo, willkommen zur nächsten Kategorie, nämlich von 15 bis 19 Jahren. Der Nachwuchs, der schon etwas mehr PS auf die Straße bringt, sag ich mal. Und da hat sich für mich ein Duo hervorgetan, das nicht nur bei mir auf den vorderen Plätzen gelandet ist, sondern offenbar auch bei einigen anderen aus der Jury, nämlich Ole und Josie. Ihr seid die einzige Kombo aus Mann und Frau, die ich gehört habe. Und das finde ich schon cool. Das gibt einen gewissen Kontrast rein. Der Gesang, der Rap zusammen ist eine bewährte Kombo, die ihr aber schön umgesetzt habt. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass man merkt hier auf jeden Fall schon einen starken Fortschritt zu der unteren Altersklasse, was die Lyrics angeht. Interessant finde ich trotzdem, es geht um die ähnliche Themen, es geht um Krieg, es geht um Umwelt, es geht um Kapitalismus als System mit einigen Schwächen und die habt ihr hier schön herausgearbeitet. Ich finde die Referenz auf diese Weisheit der Cree war schön eingebaut, dass erst wenn der letzte Baum gefällt ist, der letzte Fluss vergiftet, dass wir dann checken werden, dass man Geld nicht essen kann, ist ja die Kapitalismuskritik schlechthin vielleicht. Und ich fand auch das Ende sehr schön. Also das Fazit, wie ihr rausgeht, die Menschheit wird immer kälter, ist natürlich auf einer gefühlsmäßigen Ebene gemeint, während die Erde immer heißer wird. Das ist ein simpler, aber effektiver Gegensatz, der vieles vereint. Und das gefällt mir als dramatischer Höhepunkt und Fazit eures Tracks, der auch musikalisch schön geworden ist. Liebe Grüße, alles Gute zum dritten Platz in der Kategorie 15 bis 19 Jahre. Hi, wir sind Ole, Josie und Long. Wir sind 17 Jahre alt und wir sind vom Lessing-Gymnasium aus Frankfurt.
und es freut uns sehr, mit unserem Song Surreal den dritten Platz erreicht zu haben. Auf den Wettbewerb Disconnect sind wir im Rahmen des Deutschunterrichts gekommen. Wir sind alle zusammen in einem Deutschkurs. Und unsere Deutschlehrerin Frau Schreibweis hat uns den Wettbewerb vorgestellt im Deutschunterricht. Und der Großteil des Kurses hatte Lust drauf. Das heißt, wir haben dann im Hintergrund die drei Freebeats laufen lassen. Und jeder hat so ein paar Ideen gesammelt zu dem Song und vorgestellt. Und dann haben wir uns entschieden, eine Dreiergruppe zu bilden mit mir als Rapper, Josie als Sängerin und Long als Producer. Ja, also ich bin DJ und Producer. Ich war für die Vocals zuständig. Wir haben die zusammen aufgenommen und auf meinem Laptop abgemischt. Und so ist der Song Surreal entstanden. Der Rap sollte ja eine Gesellschaftskritik sein. Wir haben uns dabei auf zwei Themen fokussiert. Der erste Part bezieht sich auf Gewalt in der Welt, dass Menschen wegen Machtgier leiden müssen, im Krieg leben und einfach keine Zukunft haben und die Politiker einfach wegschauen. Genauso schauen die Politiker beim Klimaschutz weg. Die Probleme liegen auf der Hand, die schweren Folgen sind ganz klar und trotzdem wird nichts getan. Es wirkt, als würden sich Politiker nur für Geld und ihre Macht interessieren und gar nicht an das Wohl der Menschen bzw. an die Zukunft denken. Genau das finden wir falsch und das ist die Botschaft von unserem Song Surreal. Also, wir bedanken uns nochmal herzlich, in die Top 3 gekommen zu sein. Wir hatten sehr viel Spaß, an diesem interessanten Wettbewerb teilzunehmen und einen Song mit Message zu produzieren. Es fuckt mich ab, wie ihr unseren Planeten einfach so zerstört. Es fuckt mich ab, wie die Politik unsere Forderungen überhört, als ob es sie nicht stört. Doch es stört mich, denn wir haben nur diese eine Welt. Eine Menschheit und die denkt an euch selbst, die denkt nur an Geld. Wir sind nicht reich, wir sind am Ende unserer Erde. Ja, ich glaube, wir klatschen trotzdem, auch wenn Ole, Josie und Long heute nicht da sein können. Liebe Grüße an dieser Stelle. Oh, soll ich überleiten oder? Ja, gut, alles klar. Also liebe Grüße an Ole, Long und Josie. Ihr guckt uns hoffentlich bei YouTube zu oder schaut es dann später nach. Ziemlich cool finde ich auch, dass ihr das irgendwie noch gemixt und gemastert habt. Also richtig mit Producer am Start, das ist wirklich schon eine andere Nummer. Und ja, auch da freuen wir uns natürlich total, wenn wir noch mehr von euch hören in Zukunft. Und auch Props an die Lehrerin, würde ich mal sagen, weil sonst, ich meine, es ist ja nicht immer cool, was Lehrer einem so vorschlagen, aber diesmal scheint es ja irgendwie ganz gut gewesen zu sein, wenn das so gut ankam. Wir kommen zur nächsten Kategorie, drittplatziert in der Kategorie der sogenannten Profis, nämlich Menschen über 19, über 20. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch gleich eine Performance sehen wollen, aber auch Clark wird erstmal ein bisschen was über Axu, den wir gleich sehen werden, on stage und seinen Song sagen in der Laudatio. Clark wieder von hiphop.de. Wir kommen zur schwierigsten Kategorie. Das meine ich sowohl für die Bewertung als auch für die Teilnehmenden. Denn Ü20, da merkt man natürlich schon, dass die Leute nicht erst seit gestern rappen. Da sind Leute dabei, die haben es verstanden, wie man reimt, wie man Texte schreibt, wie man Emotionen transportiert. Und einer davon war für mich Abdul Cherim aus Hanau. Wir kommen erstmal zum traurigen Anlass, weshalb du angefangen hast, mit Musik zu machen. Du hast letztes Jahr bei dem rechten Terroranschlag, von dem wir alle mitbekommen haben, wo wir versucht haben, auch zu supporten, wo es geht, zwei Freunde verloren, Nezar und Sedat. Ich wünsche dir viel Kraft, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Ich kann glücklicherweise nicht nachvollziehen, was du dafür gefühlt haben musst. Ich würde gern sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich kann es nicht fühlen. Ich weiß nicht, wie furchtbar diese Situation für dich gewesen sein muss. Umso stärker finde ich es, wie du da rausgegangen bist, dass du die Kraft aber mit rausgenommen hast, Musik zu machen, damit anderen Leuten vielleicht zu helfen. Das ist es, worum es hier ging. Ich finde, deshalb bist du einer der Top-Kandidaten hier. Und auch musikalisch. Also ne, natürlich nicht nur aufgrund der Story, aber was du aus der Story gemacht hast, aus der Story deines Lebens bis hierhin, finde ich stark. Und du hast auch schon starke Reime drin. Und was mich bei dir besonders beeindruckt hat, ist,
dass du kommst erstmal ruhig in den Song rein. Das ist dann, ja, das ist eher dieser ergreifende Part, der einem schon fast wehtut. Und dann kommst du aber ab der Hook, im ersten Part natürlich konkrete Themen angepackt, Polizeigewalt, Rassismus. Darum geht es auch viel weiter im Track, deine Aufenthaltsberechtigung. Das sind natürlich ganz konkrete Themen, was für mich auch wieder ein klarer Unterschied zu der jüngeren Kategorie ist. Hier geht es richtig in die Materie rein. Was nicht heißen soll, bei den Kategorien vorher war es schlecht, aber da bleibt es eher bei Allgemeinplätzen. Hier gehen wir richtig tief in die Materie rein, inhaltlich. Das fand ich stark und wie gesagt, der erste Part eher ruhiger. Im zweiten kommt dann ab der Hook kommst du mit so einer Power rein. Das ist schon richtig stark. Also du kanalisierst da deine Emotionen sehr nice und ich bin gespannt, was noch von dir kommt, Mann. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ja, alles Gute zum dritten Platz, alles Gute für dich in deinem Leben und für deine Familie und Freunde. Liebe Grüße. Vielen Dank und ich darf jetzt die Bühne räumen und Aksu für seine Performance nach vorne bitten. Viel Spaß. Noch so zwei, drei. Wir wollen jetzt schon ein bisschen mehr noch, wenn du schon da bist. Ja, cool. Ja, alles gut. Also erstmal super nice Performance. Alle, glaube ich, wurden gerade richtig weggeblowt von deiner Kraft, von deiner Power. Clark hat sie auch gerade so ein bisschen erzählt, dass sich natürlich so dein persönliches Schicksal, das, was in Hanau passiert ist, dass du zwei Freunde verloren hast, zu diesem Song auch mit bewegt hat. Aber mich würde jetzt interessieren, bist du erst damit zur Rap-Musik gekommen? Also, was mich zur Musik bewegt hat, war erstmal, das erste Lied zum Thema von Hanau. Mhm. Von Asimemo und, oder welches Lied meinst du? Dein Lied? Asimemo hat einen eigenen Benefiz-Song mit anderen etablierten Künstlern zusammen erstellt. Aber ich hatte nochmal von mir persönlich, also das war mein allererstes Lied, was kam und das war das für Hanau.
Wo wart ihr? Mhm. Und hast du auch mit Hanau erst angefangen zu rappen oder rappst du schon länger? Nee, seit dieser Hanau, also seitdem diese Sache passiert ist, so seit letztes Jahr Mai, sag ich mal. Seit letztes Jahr Mai mache ich Musik. Davor hatte ich nichts mit Musik zu viel zu tun. Und geht es jetzt für dich weiter? Machst du noch mehr Musik? Auf jeden Fall. Willst du ein Album aufnehmen? Man ist fast jeden Tag am Schreiben, kann man sagen. Aber natürlich müssen dann auch, sage ich mal, so die Feinschliff-Diamanten rausgeholt werden und dann aussortiert werden und dann kommt es halt zu den Releases. Ja, okay. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr Releases von dir. Dankeschön. Grüße gehen raus nach Hanau. Komm gut nach Hause. Ich darf dir natürlich auch noch deinen Preis geben. Und zwar, jetzt muss ich natürlich mal auf meine Liste schauen, weil ich hatte nämlich vergessen, dass unsere anderen Preisträger auch einen Snipes-Gutschein erhalten haben. Aber ich gucke mal, du bekommst, was bekommst du? Ich bekomme gar nichts, das war's. Nein, du bekommst auch einen Snipes-Gutschein und nicht nur das, nämlich auch einen Hoodie von hiphop.de. Dankeschön, danke. Grüße gehen raus an hiphop.de, dankeschön. Sehr schön. Hoffe, du hast Spaß damit. Wunderbar. Ein paar technische Probleme, aber wir kriegen das hin. Wir kommen zum nächsten Block. Das sind nämlich die Zweitplatzierten. Wir fangen wieder an, in gewohnter Manier, mit der jüngsten Kategorie, der Nachwuchskategorie. Ich werde aber diese Zweitplatzierten nicht alleine ansagen und prämieren, sondern ich bekomme Unterstützung von meiner ganz tollen Kollegin. Die bekommt jetzt noch ein Mikro. Das ist Nava. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Sie ist nämlich schon so ein bisschen Fame. Bin ich das? Also dreh dich nochmal, nein, also Nava arbeitet auch hier, meine geschätzte Kollegin bei der Bildungsstätte Anne Frank. Sie war aber auch bei dem ganz tollen Format mit Enisa Amani, die beste Instanz, gestern den Grimme-Preis bekommen, heute hier. Danke, und, danke. Grüße an Enisa. Genau, Grüße an, von mir auch. Beschäftigst dich aber auch natürlich nicht nur bei der Bildungsstätte Anne Frank, sondern auch davor, darüber hinaus viel mit Hip-Hop. Hast also richtig Plan, das traut man ja Frauen nicht so gerne zu, aber es ist so. Ja, ich habe früher auch bei hiphop.de gearbeitet in der Redaktion und habe so ein bisschen alles gemacht, was so anfällt und habe das danach mitgenommen in meine, ja, in meine Zeit als Bildungsreferentin und habe die ganze Zeit gedacht, man kann doch die Themen politische Bildung und Hip-Hop super gut verbinden und dann haben wir das gemacht und es ist fruchtbar gewesen, ja. Wie erwartet. Was ist so dein Overall-Eindruck von den ganzen Beiträgen, die kamen? Gerade vielleicht auch nochmal mit diesem pädagogischen Blick, den du auch nochmal mitbringst. Also ich muss sagen, mir ist wirklich bei jedem Song, den ich gehört habe, so das Herz aufgegangen und vorhin auch bei dem Beitrag, wie wir gehört haben, dass die Lehrerin auch gesagt hat, los, wir machen das. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Nämlich nicht mehr immer so dieser Blick auf Hip-Hop runter zu blicken und zu sagen, so, das sind nur die Probleme, sondern auch einfach mal anzuerkennen, was für Chancen es bietet. Und klar, Themen wie Antisemitismus oder aktuell auch die Sexismusdebatte und so weiter finden statt. Aber was uns das zeigt, ist eben, dass das Themen in unserer Gesellschaft sind und es sollte bei uns eher ein bisschen die Leuchten angeschaltet lassen, ja, um zu merken, an welchen Themen wir noch besser arbeiten müssen, an welchen Themen wir besser Jugendlichen zuhören müssen einfach. Mhm. Dann lass uns doch direkt mal anfangen mit den ersten Preisträgerinnen. Du hast nämlich ausgewählt auch Alexia und Frieda für ihren Track. Warum? Also ich glaube, warum erklärt sich leicht, wenn ihr gleich ein bisschen in den Song reinhören könnt. Erstmal, natürlich muss ich ein weibliches Duo natürlich präsentieren und habe mich natürlich sehr darüber gefreut, aber die Art und Weise, wie die Themen aufgegriffen worden sind, haben mich wirklich sehr, ja, gefreut einfach, weil das wirklich eine schöne Art von Storytelling auch ist, mit gleichzeitig aber auch einem, ja, mit einer Message auch, nicht nur die Geschichte erzählen, sondern auch so ein bisschen zeigen, wo wollen wir hin, was ist die Gesellschaft, die wir uns vorstellen.
Dann würde ich mal sagen, lasst uns mal ganz kurz reinhören in den Track von Alexia und Frieda, auch unter 14, unsere Nachwuchskategorie. Sie möchten in die Schule gehen, doch der Staat will das nicht sehen. Arbeiten muss sie den ganzen Tag, obwohl sie das gar nicht mag. Warum grenzt ihr sie aus? Sie wollen normal leben. Und das soll man ihnen nicht nehmen, nicht nehmen. Schön. Und wir freuen uns, Alexia und Frieda sind nämlich auch heute hier. Ihr dürft gerne zu uns kommen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich Corona-konform hinstellen muss. Wo? Wir sind auf jeden Fall alle getestet. Hallo Alexia und Frieda. Hi. Wie ist es so zwischen uns? Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr habt den 3. Platz bekommen in der Kategorie unter 14. Warum grenzt ihr sie aus? Nava, du stehst ganz nah an den Preisen dran und ich kann vielleicht sagen, was ihr Tolles bekommt. Ihr bekommt nämlich Kopfhörer. Ich glaube, das ereignet sich super gut, vielleicht so, um weitere Songs zu produzieren. Und zwar Supreme-Kopfhörer. In-Kopfhörer, also In-Ear-Kopfhörer sind das, also so coole, das, ja. So coole Knöpfe, die man sich ins Ohr steckt, nehme ich mal an, von Teufel. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank auch an Teufel für die Kooperation und hier sind eure Geschenke, die könnt ihr erstmal entgegennehmen, beziehungsweise eure Preise sind ja keine Geschenke, ist ja wohl verdient. Das habt ihr sehr schön gemacht. Ja, vielleicht auch die Frage an euch, warum grenzt ihr sie aus? Man hat schon gehört, ihr macht euch da stark für eine Person, die ausgeschlossen wird. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie war das für euch, das zusammen zu schreiben? Oder gab es den Song schon? Ihr habt jetzt nur auf den Moment gewartet, den einzureichen. Wie war das? Dankeschön. Wir haben schon immer gerne auch Sachen geschrieben und haben uns für die Themen interessiert. Vor allem durch Social Media haben wir das mitbekommen und somit war dann dieser Rap eine sehr schöne Möglichkeit, diese Message zu überbringen. Ja, cool. Möchtest du noch was ergänzen? In unserem Rap geht es vor allem um Frauen. Da wurden auch keine männlichen Mitglieder erwähnt. Vor allem, weil halt Frauen vernachlässigte Geschlecht sind. Und so wollten wir gleichzeitig auch auf Rassismus, Sexismus, aber auch auf die Vernachlässigung von Frauen, was Rechte angeht, aufmerksam machen. Sehr, sehr wichtige Themen. Ganz wichtig. Finde ich ganz toll. Männliche Mitglieder wurden nicht erwähnt. Das ist ein Statement, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Preis und ich hoffe, dass wir noch ganz viel mehr Musik von euch hören werden. Habt ihr toll gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, toll, oder, Nava? So, ich glaube, das Mikro brauchen wir noch wieder. Wunderbar. Danke, danke. Girl Power. Girl Power, aber wirklich. Wir kommen zur nächsten Kategorie, der Newcomer 15 bis 19. Und das Ganze geht an Samuel Krohn, a.k.a. Krone. Warum? Es interessiert mich, warum er sich Krone nennt bei der ganzen Kapitalismuskritik in seinem Song. Die Frage will ich auf jeden Fall gleich stellen. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich so kritisch und auf so einem hohen Niveau auch. Also da werden auch Themen einfach angesprochen, die mit denen ich persönlich jetzt nicht gerechnet hatte in der Alterskategorie. Aber ich bin mal wieder positiv überrascht worden, Aisha. Ja, schön. Also dann würde ich sagen, leider kannst du die Frage nicht an ihn stellen, zumindest nicht heute, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt und die schauen wir uns jetzt mal an. Ausdauernd leiden, Bildung und Wohnraum sind so wie Reichtum und Chancen mehr als genug vorhanden, die Ressourcen sind nur auf den falschen Konten. Kapitalismus ist die Entfremdung der Arbeit, ist die Verwertung des Lebens, ist die Zersetzung des Daseins. Das Kapital verlangt von dir deinen Mehrwert und deinen Wert.
Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Samuel Krohn, alias Kroni Balekta, der kommunistische Rapper. Von mir stammt der Part Marx statt Orwell. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal sehr, sehr herzlich bei der Anne-Frank-Bildungsstätte bedankt haben. Zum einen für die Möglichkeit dieses Wettbewerbs an sich. Ich finde es absolut großartig, dass politischem, inhaltlichem Hip-Hop eine solche Plattform, eine solche Bühne gegeben wird. Zum anderen möchte ich mich aber auch bedankt haben, weil ich mich natürlich auch persönlich sehr geschmeichelt fühle, dass meine Lyrik und meine inhaltlichen Positionen Anklang gefunden haben. Um an der Stelle vielleicht noch ein paar Worte zu mir als Künstler bzw. Musikerpersönlichkeit und der Entstehung des Songs zu verlieren. Ich mache jetzt mittlerweile seit Anfang 2018, also 3,5 Jahre Musik bzw. bin Rapper und beschäftige mich dabei mit den Themen des Bewusstseins, des Geistes, der Philosophie, aber auch mit der politischen Lebenswirklichkeit und bin der festen Überzeugung, dass wir im Kern unserer Gesellschaft einige Elemente ganz radikal oder auf jeden Fall sehr, sehr deutlich verändern müssen, um einer utopischen, einer optimistischen, einer idealistischen Zukunft, von der ich glaube, dass sie eine realistische Möglichkeit darstellt, entgegensteuern zu können. Deswegen mache ich Musik, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für Gelegenheiten wie diese hier und hoffe, dass wir diesen Wandel zu einem Paradigmenwechsel von der Angst zur Liebe gemeinsam gestalten können, auch auf musikalischem Wege. Was war das? Kroni Balekta? Ja, Kroni Balekta. Ziemlich beeindruckend cool. Auf jeden Fall. Sehr beeindruckend und auf jeden Fall Conscious Rap. Also das ist sozusagen der Conscious Rap, den wir vielleicht in Zukunft hören werden. Also auch von seiner Persönlichkeit. Ja. Sehr, sehr cool. Grüße gehen raus an Samuel. Und auch Samuel bekommt sein Geschenk, seinen Preis nach Hause geschickt. Er bekommt auch die tollen Kopfhörer. Und ja, kann damit hoffentlich noch viel, viel mehr Musik machen. Dann machen wir weiter. Zweitplatzierte in der Profi-Kategorie. Clark hat es ja schon gesagt, da ist man wirklich ein bisschen strenger. Ne? Das sind dann Personen, die nicht erst seit gestern rappen. Der zweite Platz geht dieses Jahr an Atakan. Und da er gleich performen wird, wollen wir vielleicht gar nicht zu viel über seinen Track an sich sprechen, aber vielleicht die Begründung, warum ist es er geworden in dieser Kategorie? Ich glaube, wir waren uns in der Jury auch sehr einig, was Atakan anging. Wir waren uns da sehr einig, weil die Qualität eine andere war als andere Einsendungen. Also es war so, es gab keinen Vergleich dazu quasi. Also man hatte keinen anderen Track gehabt, wo man sagen könnte, ah, das ist ähnlich. Deswegen verdient diesen Preis. Wunderbar, dann freuen wir uns auf die Performance. Atakan ist hier im Haus und wird jetzt hier die Stage rocken. Und wir treten am besten schnell zur Seite. Wir streiten zur Seite. Guten Abend. Hallo. Das Mikrofon. Jo. Eins. Ja, yeah. Okay. Yeah. Wunderschönen guten Abend. Könntet ihr das Mikrofon etwas leiser stellen? Das grüne, jawohl. Ich glaube, bei mir passt, oder? Oder? Hört man mich gut? Jetzt bin bei ich zu leise, habe ich das Gefühl. Ein Ticken lauter. Okay, das ist perfekt. Super. Okay. Hier. Yeah. Okay, yeah. Yes. Komm und guck, wie ist es im Schacht meiner Hood? Nach oben reicht man hin und nach unten wird gespuckt. Kinder ertrinken am Mittelmeer, ein Bild, das mir den Atem raubt. 8 Milliarden Menschen, doch kein Noah, der eine Arche baut. War als kleiner Junge von den Flammen umzingelt. Doch da lernte ich das Bändigen und kannte keine Limits. In einem schwarzen Wald gefangen, ständig prasselt Ascheregen. Wenn die Tränen trocknen, hast du keine Wahl als Gas zu geben. Darf nicht scheitern, der Wille öffnet Himmelstore. Und mein Bruder kann dann leben, was ich niemals leben durfte. Denn mein Opa hat nicht seine Heimat verlassen. Damit wir enden auf der Straße ohne Fighten und Hasseln. Trotz regenreicher
solcher Tage stehe ich immer gerade, denn ich weiß, das Beste kommt, wenn ich's am wenigsten erwarte. Immer wenn das Leben mir den Kopf zerreißt, schick ich eine Adler Richtung Horizont, der Hoffnung heißt. Yeah. Tunnelblick im Labyrinth, zwischen Elend und Glanz, leben wie ein Straßenkind, reichen jedem die Hand, meistens farbenblind, Freund, Feind, Seelenverwandt, doch Modus Jagdinstinkt, so wie es das Leben verlangt. Tunnelblick im Labyrinth, zwischen Elend und Glanz, leben wie ein Straßenkind, reichen jedem die Hand, meistens farbenblind, Freund, Feind, Seelenverwandt, doch Modus Jagdinstinkt, so wie es das Leben verlangt. Tragt die Welt auf Händen mit nem Ball auf dem Bolzplatz. Und eure Welt zerbricht schon bei einem Steak ohne Goldblatt. Das Leben auf der Straße für euch Bonzen nur ein Fremdthema. Eure Welt dreht sich nur um Stars, so wie Benz Räder. Ja, ich rap, weil der Beat durch meine Adern fließt. Rap vom Herzen, weil mein Auge mehr als nur das Parasit. Sagen Mensch ist Mensch, aber Boxen auf uns ein. Für das gleiche Ziel muss ich immer doppelt so gut sein. Was weißt du davon? Träumte nicht von Malle oder Prag. Junge, Urlaub nur an Klassenfahrt. Und das nur, weil das Amt bezahlt. Sag, was weißt du davon? Ich stell mich jeder Konsequenz. Glaub mir, ist mein Kopf gesenkt. Dann nur, wenn ich Gott gedenk. Real Talk, fahr kein Wagen mit nem Benz-Emblem. Denn es wäre ehrenlos, wenn Eltern jeden Cent umdrehen. Gestern noch BAföG-Amt, Nummern ziehen. Doch eines Tages lass ich Immobilien sprechen. Wie ein Muezzin, Tunnelblick im Labyrinth, zwischen Elend und Glanz, leben wie ein Straßenkind, reichen jedem die Hand, meistens farbenblind, Freund, Feind, Seelenverwandt, doch Modus Jagdinstinkt, so wie es das Leben verlangt. Tunnelblick im Labyrinth, zwischen Elend und Glanz, leben wie ein Straßenkind, reichen jedem die Hand, meistens farbenblind, Freund, Feind, Seelenverwandt, doch Modus Jagdinstinkt, so wie es das Leben verlangt. Bildungsstätte Anne Frank, vielen lieben Dank. Mein Bruder Atzerhöck. Danke sehr. Sehr schön, Männer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss einmal hin. Genau, jetzt ist die... Atakan bist du, aber dein Backup... Yunus ist mein Name. Yunus, okay, sehr schön. War eine tolle Performance. Schön auch mit den Stimmen gearbeitet und so. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und ich weiß nicht, können wir da noch eine zweite Tüte organisieren, Astrid? Ja, oder? Kriegen wir hin. Also, Yunus kriegt auch was, aber erstmal... Genau. Auch die Innenkopfhörer von Teufel für Atakan und für Yunus dann später auch. Vielen, vielen Dank. Und ich grüße dann im Namen von hiphop.de und Echo auch nochmal. Super, vielen Dank. Liebe Grüße zurück an hiphop.de und Echo Freezy. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch Nava, ich danke dir sehr, dass du mich unterstützt hast in dieser Zweitplatzierten. Ich danke euch, der gesamten Jury, nochmal fürs tolle Auswählen dieser Tracks. Und jetzt ist es auch Zeit für mich, dich zu gehen. Auf jeden Fall zu gehen. Und willst du noch was zum Abschluss sagen? Naja, anscheinend wird man auch aus Sendungen geworfen, obwohl man in Grimme-Preissendungen war. Aber nicht schlimm. Du hast genug Preise. Ich habe genug. Vielen, vielen Dank an alle fürs Mitmachen, an die Jury, an Teufel, an hiphop.de und natürlich auch, ich kann die Kamera nicht schwenken, so. An alle, die hier sind, bitteschön. Vielen Dank, so. Nava, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das geht hier alles so schnell rum, wobei wir schon, wie viel Uhr ist es denn? Na, schon seit einer Dreiviertelstunde ist es alles so kurzweilig. Wir kommen jetzt nämlich schon zu unserer finalen Kategorie, den Erstplatzierten. Und wieder beginnen wir da mit der Nachwuchskategorie. Und zwar diesmal auch ein Jurymitglied, das uns per Video zugeschaltet ist, der Matondo, auch ein Rapper aus Berlin, der schon letztes Jahr bei einer Veranstaltung der Schulen ohne Rassismus, wo ich ihn auch schon auf dem Podium haben dort. Er ist auch ein ganz überragender Rapper, der sich auch sehr, sehr gesellschaftskritisch in seinen Texten auseinandersetzt und vor allen Dingen ganz viel arbeitet mit Jugendlichen. Und ich glaube, dazu wird er jetzt auch in seiner Videobotschaft etwas sagen. Check. Jedes Problem trägt einen eigenen Namen. Doch niemand traut sich, den hier laut zu sagen. Nein, nein. Guck doch mal hin und schaut nicht nur weg. Guck doch mal hin und schaut nicht mal weg. Die Zukunft verdient unseren Respekt. Die Zukunft verdient unseren Respekt. Ich geh aus dem Haus und sie Plastik links und rechts. Was soll das sein? Ist das hier alles echt? Check, check, check. Wow. Was geht ab? Mein Name ist Matondo, Rapper aus Berlin, Tempelhof 42. Dieses Video geht direkt an Julius. Julius, du bist 12 Jahre alt.
hast beim Rap-Contest der Bildungsstätte Anne Frank in deiner Alterskategorie den ersten Platz erreicht. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass du dich dafür bereit erklärt hast, in deinem Alter zurück zu den Wurzeln zu kehren und sozialkritischen Rap zu machen. Dafür wirst du belohnt, mein Lieber. Weißt du womit? Ich werde im Sommer vorbeikommen nach Frankfurt. Dort werden wir uns treffen und werden dann mit meinem mobilen Studio, welches ich dabei haben werde, diesen Song nochmal richtig aufpeppen. Glaub mir, es wird einfach nur nice. Du kannst gerne ein, zwei Leute aus deinem Freundeskreis mitnehmen und dann werden wir dick Spaß haben, Alter. Ich freue mich riesig. Julius, bleib dran, bleib am Ball und bis ich komme, wird es richtig fett, Alter. Du weißt Bescheid. Sehr schön. Hallo Julius. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hast du dich gefreut über Matondos Videobotschaft? Ja, sehr. Ja? Freust du dich schon? Hast du schon Leute im Blick? Das wird ein bisschen, deine Freunde werden sich wahrscheinlich jetzt darum streiten, wen du mitnehmen darfst in Corona-Zeiten. Nee, ich denke, ich nehme einen coolen Freund mit und ja. Schön. Vielleicht, wir konnten nicht so gut hören, glaube ich, worum es jetzt ganz genau in deinem... Du bist auf dem Schulweg. Was passiert denn so auf dem Schulweg? Also es geht mir in meinem Song darum, dass ich auf dem Schulweg bin und dort halt viele soziale Probleme sehe, die nicht nur jetzt die Welt verbauen können, sondern auch die Zukunft. Und das muss man halt ansprechen, bevor es zu spät ist. Und das will ich mit meinem Song klar machen. Toll, ganz toll. Du bist 12 Jahre alt, sehr, sehr beeindruckend. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit Matondo und beim Aufnehmen des Tracks. Wir freuen uns, wenn er dann released wird und wir uns alle kaufen können und streamen können und so weiter und freuen uns auch, wenn du noch viel mehr Musik machst. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich. Danke. Darf auch dir noch einen Preis überreichen, auch ganz tolle danke, Kopfhörer. Danke. Ganz danke. Viel Spaß damit. Danke. Tschüss. So, wir kommen zu den nächsten Erstplatzplatzierten in der Kategorie 15 bis 19 Jahre, die Newcomer. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, gerade ich bin ja schon ein bisschen älter und der Rapper, der jetzt eine Videobotschaft hält, das ist sozusagen ein Rapper aus meiner Jugend, nämlich niemand Geringeres als Echo Fresh. Yo, liebe Freunde, Echo Fresh hier. Ich picke meinen Gewinner und zwar 50 Shekel. Junge, du hast das richtig gut gemacht und zwar war das nicht nur Double Time Prep Tempo, trotzdem beim Thema geblieben und du hast sogar noch Kommentare von deiner Community mit eingebaut, was ich extrem cool fand und trotzdem der tiefe Sinn immer im Vordergrund, also wirklich Königsklasse. Ich weiß, wovon ich rede, ja. Schöne Grüße an die Bildungsstätte Anne Frank, an hiphop.de und 50 Shekel. Du hast es gemacht, Jung. Bis dann. Hey, ich bin 50 Shekel, ich bin 17 Jahre alt, rappe gerne und habe den Contest gewonnen in meiner Altersklasse und dafür möchte ich mich vom Herzen bedanken bei der Veranstaltung, bei der Bildungsstätte Anne Frank für den Disconnect Contest bei hiphop.de und yes, ich erzähle euch mal ein bisschen kurz was dazu, wie es dazu gekommen ist, dass ihr mich jetzt seht. Und zwar rappe ich seitdem ich 14 bin und ich habe eine Nachricht bekommen von der lieben Marsha. Vielen Dank an Marsha. Sie hat mich auf den Disconnect Contest aufmerksam gemacht und ich war sofort motiviert. Es geht um Conscious Rap. Ich liebe Conscious Rap, wenn der Rap eine Message hat, wenn es wirklich um etwas geht, wenn man was bewegen kann. Und ich habe mir überlegt, wie kann man den Leuten eine Stimme geben? Und zwar, indem man die Stimme direkt von den Leuten nimmt. Deswegen habe ich und hat Ruckety, danke an Ruckety, er hat das Ganze abgemischt, haben wir zusammen Umfragen gemacht auf Instagram, wo die Leute ihre Antworten schreiben können, was sie gerne der Gesellschaft sagen würden. Und das habe ich dann im Text eingebaut und auch im Video eingeblendet. Und so haben wir einfach den Leuten eine Stimme gegeben. Und damit gewonnen. Und dafür bedanke ich mich. Ich bedanke mich, wie gesagt, schon bei der Veranstaltung. Ich bedanke mich aber auch bei Ruckety und bei jedem, der das supportet hat, sei es direkt oder indirekt. Auch vor allem bei den Leuten, die ihre Antworten reingeschrieben haben, die dann direkt auch mitgewirkt haben dadurch.
vielen Dank. Ja, wir arbeiten jetzt mit Ruckety zusammen an einem ganzen Song daraus, mit einem neuen Beat, mit einem zweiten Part. Und es wird einfach cool. Und ja, Dankeschön. Hey yo, hier ist 50 Shekel. Wie ihr seht, wir hatten diese Story, Ruckety ein und ich ein, und wir haben die Leute gefragt, was ihnen so auf dem Herzen liegt, welche Themen wir ansprechen sollen. Genau das haben wir dann in unseren Part eingebaut. Auf jeden Fall haben wir auch vor, einen zweiten Part zu machen. Also wenn euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt, haut's hier in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß beim Video. Du musst nicht in meinen Schuhen stecken, um zu versuchen, mich zu verstehen. Yeah. Leb einfach dein Leben, manche Business-Kleinigkeiten sollen dich nicht aufregen. Auf unserem Weg schaffen wir Frieden. Glaube nicht blind, alles nehmen alle mit, alle gleich, alle für einen, einer für alle, stay real. Mach die Augen auf, Mund auch und keine wird ausgegrenzt hier, okay. Steh für andere ein, ich bin nicht eigensinnig. Hebe keine Waffe außer meine Stimme. Keiner kann entscheiden über freien Willen. Pack dein Ego zur Seite und schick mal keine Filme. Jedes Wort, jede Tat hat einen Einfluss. Du entscheidest, ob es Leben oder Tod bringt. Du musst arbeiten, damit du Erfolg siehst. Mehr zu geben als zu nehmen, macht dich reich von innen. Nichts ist unmöglich. Die Sonne geht auf, wir können alles schaffen. Zusammen verfolgen den Traum. Spread love, peace out. Sehr schön. Grüße gehen raus an Echo Fresh. Er weiß tatsächlich, wovon er redet, definitiv. Und auch an 50 Shekel für diesen coolen Song und dieses tolle Video dazu. Er bekommt als Preis ein professionelles Aufnahmemikro. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Hint ist, dass seine Produktion, aber hoffentlich findet er gute Verwendung dafür. Das schicken wir dir direkt nach Hause und freuen uns auf Part 2 und auch noch auf viele weitere Parts, in denen wir dich hören können. Vielen Dank und liebe Grüße. Und jetzt darf ich tatsächlich, wir sind schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen, und zwar die Erstplatzierten in der Kategorie der Profis, das heißt der über 20-Jährigen. Und dafür habe ich auch wieder einen Co-Moderator an meiner Seite. Und zwar ist das Philip Moore von der William Blair & Company, die, wie Meron schon gesagt hat, diesen tollen Wettbewerb seit vielen, vielen Jahren unterstützen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich darf jetzt mal beim Arbeitsdu sein, irgendwie, das passt sonst irgendwie nicht, darum. Oder? Gut, ich bitte darum. Alles klar. Ich stehe darauf. Sehr schön. Ja, wir haben uns, glaube ich, nicht nice gemacht für den ersten Platz. Vielleicht erzählst du uns jetzt, wer darf sich freuen über den ersten Platz? Das mache ich sofort. Wobei ich dieses Mal tatsächlich zum ersten Mal einen gewissen Druck verspüre, weil jetzt hier mit den Vorrednern gleichzuziehen ist anspruchsvoll. Hier da die Geschichte eben da mit so Rappermobil und dann haben wir fett Spaß. Also wenn einer mit mir rappen würde, wäre der Spaß überschaubar. Ja, aber wir gucken mal, was da noch so geht. Ja, also vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Vielen Dank, Miron, auch für deine Einführung vorhin. Und jetzt würde ich meine Anmerkung erstmal ganz kurz halten, wenn ich darf, und ein bisschen abgehen von dem bisherigen. Ich würde gerne zuerst der Preisträgerin das Wort respektive die Bühne geben, wenn das mit der Orga vereinbar ist. Im und Hip-Hop ist alles möglich. Und danach würde ich wahnsinnig gerne 5 Worte dazu sagen. Sorry, dass ich mal wieder was umschmeiße. Meine Kollegen sind leid gewohnt. Kriegen wir das hin? Also ich kenne ja die Erstplatzierte und ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe sie vorhin auch schon gesehen und da sehe ich sie auch schon wieder. Ja? Willst du dich zu uns gesellen? Du hast natürlich gewonnen, das wissen wir jetzt schon. Janina Jackson! Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dann ziehen wir uns mal zurück, Philipp. Oder willst du... Ich glaube, wir dürfen mir die Bühne mal kurz überlassen und ich komme danach brav wieder. Dann sage ich auch gerne noch was. Viel also Spaß. Soll ich jetzt performen? Let's go. Du sollst jetzt performen. Okay. Ganz genau. Der Philipp backt dich. Alright. Also ich heiße Janina Jackson und mein Track heißt I Just Ask You Why. Yeah. Es
kinda crazy cause the war keeps continuing. People fight each other with no reason, shedding blood. When the weak get weaker, the 1% rise on top. You get judged by your color, racism hasn't stopped. I talk about religion, the disruption isn't fake news. God is the glory, but you hating on what they choose. Everybody out there, they're still thinking they're the one. Distinguish from each other, don't get close with a bun. I'm pretty mad cause the cycle keeps repeating. No outcome is in sight, my hopes and drown in the past. If you show me the future, I see the dark up in more less. I put my hands together, pray for light, peace instead. Yeah, we need love tonight. Everybody out there, let's get close tonight. Don't make it only for a day, let the love ingrain. Peace, unity, screaming loud and saying, and treat everybody equal. Why are we so hating and not loving every single? I just ask you why. Yeah, yeah, I just ask you why. Yeah. Why can't we just stop and treat everybody equal? Why are we so hating and not loving every single? I just ask you why. Yeah, yeah, I just ask you why. Yeah, yeah, I just ask you why. Gewinnerin Janina Jackson. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, Janina. Und jetzt weiß auch jeder, warum sie den ersten Preis gewonnen hat. Stimmt. Da habe ich es mir mal wieder einfach gemacht. Ei, ei, ei. Großartig. Allerdings darf ich jetzt noch ganz kurz zwei Worte auch sagen zu den anderen Preisträgern, wenn du mir das erlaubst. Komme ich gleich natürlich zu dir. Klar. Weil auch die anderen Preisträger, mega. Also hier, junger Mann, mega. Mega. Ich fand es großartig. Das war für mich noch besser als das, was ich vorher sozusagen auf dem Screen gesehen habe. Das wirkt mehr, wenn das live performt wird. Also vielen Dank. Auch den anderen, ihr beiden auch, da das Duo. Mega. Großartig. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt zu dir, der Preisträgerin, weil das war eigentlich meine Aufgabe. Hier ist ein schöner Preis. Wow. Ja, ja, den kannst du dir nicht wie die Teufel Kopfhörer in die Ohren stecken. Wow. Würde ich nicht empfehlen. Aber ist durchaus nutzbar. Ja, mega, ein MacBook mega. Pro, ja, vielen, vielen von einer Dank. Company, die von Kapitalismuskritik sicherlich mal einen abbekommen könnte. Ja. Das ist schön, dass du so selbstkritisch jetzt... Ach, das geht noch. Also, also bei Apple, die haben, ja, vom Cash von Apple könnte man wahrscheinlich die gesamte Menschheit einmal impfen. Ja. Aber okay, das wird nicht passieren. Also das Impfen schon, aber Apple wird es nicht geben. Also das Geld meine ich damit. Ja, und jetzt wieder zur Sache zurück. Großartig. Es war ein großes Vergnügen, die ganzen Sachen, die ganzen Einsendungen angucken zu dürfen. Ja, und ja, meine Hip-Hop-Erfahrung war irgendwann so Rapper's Delight, da wart ihr alle noch nicht geboren. Aber das macht nichts, war aber ein gutes Lied. Und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung jedes Jahr machen dürfen. Ich freue mich, dass wir die jedes Jahr unterstützen dürfen. Großartig, wenn wir dann Live-Performances sehen, auch unter anstrengenden, maskenbedingten Corona-Einschränkungen. Vielen, 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 vielen Dank und genießt das Ding. Vielen Dank, Dankeschön. Cool. Ja, Janina, voll gut. Ich glaube, so ein MacBook Pro, mit dem kannst du ja auch musikalisch, also nicht nur, dass es immer cool ist, glaube ich, so ein Gerät zu haben, aber ich glaube, auch du kannst es besonders gut nutzen. Sag uns doch nochmal, ob du bald Musik rausbringst, ob du das weiter verfolgst. Ja, genau. Also ich stelle das gerade mal kurz ab. Und zwar, genau, also ich mache jetzt schon so seit 6 Jahren Rap ungefähr. Genau, ich hatte auch ein Kollektiv, Hip-Hop-Movement 069. Und genau, und jetzt bin ich sozusagen, als Einzelkünstlerin unterwegs, aber wir haben sehr lange zusammen Musik gemacht, also auch nochmal Shoutout an Hip-Hop Movement 069. Wir haben uns dann sozusagen im Guten getrennt, weil halt einfach jeder so seinen eigenen Weg gegangen ist und waren aber, also ich will vielleicht auch nochmal kurz was auch kurz zu dem Track erzählen. Genau, also I Just Ask You Why, da geht es halt einfach so generell um die Frage auch, sag ich jetzt mal, auch an die Menschheit, warum wir es nicht schaffen, in Liebe, Harmonie und in Frieden gemeinsam zu leben und warum es immer quasi Diskriminierung, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung immer wieder
quasi in der Welt passieren und die ständig reproduziert werden. Und genau, und wir alle leben auf dieser Welt, wir alle sollten unsere Welt lieben und wir alle sollten auch unsere Mitmenschen lieben. Jeden Einzelnen, wie er ist, in seiner Individualität. Und genau. Ja, schön. Schöne ja. Umsetzung, toller Track, wohlverdienter erster Platz. Ja. Genau, und die Frage, also ob ich weiter Musik mache, auf jeden Fall. Ich finde auch generell, diese Veranstaltung ist auch super wichtig, vor allem halt auch gesellschaftskritische Themen aufzufassen. Und genau, und ja. Wir wollen dich gar nicht, aufhalten, genau, sozusagen. Ja. Schnapp dir dein MacBook. Danke. Und ja, vielen, vielen Dank, dass es diese Veranstaltung gibt. Und ja, danke an das komplette Team, dass ihr das so ins Leben gerufen habt. Vielen Dank. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Janina. Darf ich noch zwei Sätze? Natürlich. Und dann setze ich mich brav hin. Ein Punkt, den ich gerne noch loswerden wollte, war, ich habe mir die ganzen Beiträge angeschaut und es gab so diesen, was ja bei Disconnect nahe liegt, diesen zentralen Punkt der Diskriminierung und so viele Punkte, ob jetzt auf dem Schulweg, wo ist der junge Mann? Ja, genau. Oder auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder wo auch immer man sich hinbewegt, dass man die Diskriminierung erfahren muss, hast du ja auch sehr, sehr deutlich adressiert. Das macht einerseits traurig, also mich macht das immer traurig, ich finde das einfach beschissen, dass das permanent und immer wieder an unterschiedlichen Orten passiert. Mir ist es selber unlängst, jetzt nicht als Adressat der Diskriminierung, aber als Zeuge einer solchen passiert, da hat man so einen kleinen Corona-Test und dann hat jemand direkt da, wo er nicht parken sollte, geparkt, war ein freundlicher großer Anführungszeichen, ausländisch sehender junger Mann, der ausstieg, ja, und vorkam, und dann kam, wie es zuweilen in unserem wunderbaren Land passiert, ein älterer Herr auf ihn zu sagen, so parken wir hier nicht, ne? Ja, so mit der klaren Insinuation, siehst ein bisschen anders aus, so parken wir hier nicht. Dieser unterschwellige oder in dem Falle offensichtliche diese offensichtliche Diskriminierung, die man immer wieder in so kleinen Punkten erfährt, das nervt. Ja? Und deswegen ist es klasse, dass das hier zum Ausdruck gebracht wird. Ja? Die Trauer, dass es da ist, weckt dann den Protest, der notwendig ist. Und den, finde ich, der kam fantastisch in den unterschiedlichen Punkten zum Ausdruck. Das ist sozusagen allgemein meine wenigen Worte, die ich noch sagen wollte. Auch uns funktioniert das Mikro auch, wenn man es richtig nutzt. Und das war's schon. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Philipp Mohr. Und vielen Dank auch fürs Möglichmachen dieses tollen Wettbewerbs. Ich glaube, wir sind am Ende unserer heutigen Veranstaltung angekommen. Ich danke allen, die da sind, und ich danke aber auch allen bei YouTube, die uns zuschauen, fürs Mitfiebern, Mitmachen, Beiträge einreichen, zurück zu den Wurzeln bringen, wie Matondo es so schön gesagt hat, mit gesellschaftskritischem Rap. Natürlich, wäre ich jetzt gleich dazu gekommen. Genau, als allerletztes natürlich vielen, vielen Dank an die Technik. Das war nämlich heute sehr, sehr aufwendig, glaube ich, für uns in der Bildungsstätte Anne Frank, das Ganze hier zu choreografieren. Und ich glaube auch, ich meine, einer unserer Laudatoren hatte auch Sirat und Astrid, unsere Kolleginnen, die wirklich diesen Tag, die heutige Veranstaltung, aber auch den ganzen Wettbewerb begleitet haben. Nochmal vielen Dank auch für das tolle Organisieren, für das tolle Unterstützen. Und ja, habe ich sonst irgendjemanden vergessen, Meron, dem wir noch danken sollten? Bitte hilf mir sonst. Vielleicht war das ja doch ganz. Ganz gut. An allererster Stelle an Astrid. Wo ist die Astrid? Astrid, komm. Das war die Feuerprobe von Astrid. Ja. Und natürlich an Sirat, die die Vorarbeit geleistet hat, und die Eva, die den Bereich schon seit eh und je leitet.
Und natürlich an Jan und Aisha. Ja, oh, die vielen, tolle Moderation. Vielen Dank. Danke, Meron, dass du das nochmal rund gemacht hast. Ich glaube, dann würde ich alle in einen hoffentlich schönen und warmen Freitagabend. Ich glaube, wir wollen noch ein Gruppenfoto machen. Das wäre super toll, aber ich glaube, dafür könnten wir, glaube ich, das müssen wir nicht live machen, oder? Wunderbar, dann würde ich sagen, macht ihr es gut bei YouTube und bis zum nächsten Jahr zu einem bestimmt auch sehr spannenden Kreativwettbewerb. Bis dann, tschüss!